Timmelsjoch, Mitte Juni. Knapp über 2000 Metern Höhe ist die Landschaft noch mit Schnee bedeckt, der heuer bis weit in den Frühling hinein gefallen ist. Eine Postkartenlandschaft für die Vorstellung der zweiten Saison des Busdienstes, der grenzüberschreitend Südtirol mit Nordtirol verbindet. Hier auf dem Timmelsjoch verläuft die Grenze zwischen Italien und Österreich. Und gerade dieser Pass wird auch zum neuen Aushängeschild für die Zusammenarbeit zwischen Innsbruck und Bozen in Sachen öffentlicher Verkehr. Südtirols Mobilitätslandesrat Thomas Widmann und seine Tiroler Kollegin Ingrid Philippi haben das Timmelsjoch in einem der Busse erreicht, die den ganzen Sommer lang das Passaiertal mit dem Ötztal verbinden werden. Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres, als der Bus zum ersten Mal angeboten wurde, ist das Projekt heuer noch erweitert worden, um besser den Bedürfnissen des Publikums zu entsprechen. Letztes Jahr konnten an 100 Busdiensttagen 18.000 Passagiere verbucht werden. Das heißt im Schnitt 180 Fahrgäste am Tag. Ich denke, dass so eine Zusammenarbeit zwischen Nordtirol und Südtirol wirklich wichtig ist und auch zukunftsweisend ist. Denn nicht nur die Pendlerinnen und Pendler setzen immer mehr und verstärkt auf den öffentlichen Nahverkehr, sondern vor allem auch die Touristen wollen nachhaltige Mobilität wirklich auch erleben. Sie wollen in dieser kurzlebigen und schnelllebigen Zeit einfach das Auto zu Hause lassen können und mit dem Autobus über die wunderbaren Passstraßen eben die Natur erleben können und auch wirklich sanft mobil sein. Das Angebot wurde letztes Jahr mit viel Begeisterung angenommen. So zeigt sich wieder einmal, dass eine nachhaltige Mobilität nicht nur einen touristischen und wirtschaftlichen Effekt hat, sondern auch ein konkretes Mittel ist, den Autoverkehr über die Passstraßen zu reduzieren. Diese neue Saison des Timmelsbus wird länger als nur 3 Wochen anhalten, und zwar vom 15. Juni bis 22. September 2013. Mobilität im Tourismus zu steigern und so nachhaltige touristische Angebote zu schaffen, ist eine ganz wunderbare Sache. Es ist eine Verbindung zwischen den beiden Landesteilen Süd- und Nordtirol und es ist eine ganz, ganz große Chance für den Ötztaler Tourismus, dass man da ein zusätzliches Angebot hat, um da in der beeindruckenden Bergwelt ohne Auto und auch ohne Motorradl herzukommen und ein Naturerlebnis zu haben. Gerade in Mobilitätsfragen spüre ich auch jetzt als neue Mobilitätslandesrätin für Tirol, wie wichtig die Kooperation über die Grenzen hinweg ist. Nordtirol und Südtirol haben viele gemeinsame Interessen, da das Angebot auszubauen. Und es gibt große Herausforderungen, gerade wenn man die Internationalisierung des Schienenverkehrs angehen will. Also von dem her freue ich mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Kollegen Widmann. Dieses Jahr wird das erste und letzte Fahrtenpaar von St. Leonhard in Passaia ausstarten und auch dorthin führen. Auf österreichischer Seite erhalten Kinder und Senioren, die ein Abo Plus oder ein Abo 65 Plus haben und auch Inhaber des Südtirol-Pass 45% Rabatt. Mobilcard, Museum-Mobilcard, Bike-Mobilcard, Meran-Card können auch jenseits der Grenze benutzt werden, genauso wie die Ötztal-Card auf dieser Seite.